Okay, können wir das hier mit der Münze aufschrauben? Ah, das geht. Gut. So. Her damit. So. Jetzt komm essen. Und sag jetzt sicher, schmeckt dir nicht. So, you aren't the class I thought you would be. Now go fix the roof in my bedroom, so the rain won't fall on my head. Quickly, girl! Also. Gut. Ich glaube irgendwie, das geht immer so weiter. Okay. Das kenne ich schon. Dann der unten, dann der oben. Okay. Tada! Aber ein Schlafzimmer. Boah, was ist das denn? Dann brauchen wir dafür die Bretter, hm? Hier, da ist noch ein Brett. Das wo eingenäht wurde. Guck mal nach. Merkt die bestimmt nicht. Vor allen Dingen, weißt du, das muss man da einnähen. Man kann nicht einfach hier aufmachen und das, guck mal, da ist ein Kind. Man kann nicht einfach hier das da unten drunter legen. Nein, was ist das denn hier? Denen fehlen Arme. Die sehen aber echt klein aus. Ach du lieber Gott. Sieht aus wie so siamesische Zwillinge. Was ist das denn für kranke Sachen hier? Okay. Oh. Ihhh, das ist aber nicht schön. Restlich, diese Mettwäsche ist modrig. Ja und? Muss das Ding trotzdem haben. Du hättest ja auch diesen Stab nicht unbedingt wegwerfen müssen, oder? Boah. Da würde ich auch nicht schlafen wollen. Okay, wir haben dieses Ding. Und wir haben hier das Fledermausteil. Das kommt hier hin. Ein Brecheisen. Sehr schön. Können wir damit auch die Decke wegschieben? Nein. Da müssen wir dafür wieder raus und warte, wo war denn das hier nochmal? Unten? Nein. Ach, hinten im Geräteschuppen, ne? Ja, hier war's. So. Benutze die Buttons, um den Pfeil zu bedienen. Alle Edelsteine. Ach, du lieber Gott. Drei nach da, zwei nach da, drei nach da, zwei nach da, drei nach da, drei nach da. Das war ja leicht. Hey, das ist der zweite. Und ein Arm. Heißt das, ich habe jetzt kleine beide Kinder, ja? Oder? Ich weiß nicht so genau. Boah, ist das warm hier. Eine Steinschleuder. Und zwei Hufeisen. Da ist eins. Ich hatte beide schon gesehen. Ich habe mich nämlich darum gewundert, dass hier zwei sind. Da ist das zweite. Salamander ist da. Korkenglocke. Eine Korkenglocke. Ein Meißel. Löffel, Pfeife, Y. Ist da. Eine Gabel. Da. Da ist die Glocke. Sand ist da drin, glaube ich. Patsch. Da ist die Pfeife. Löffelkorken, Steinschleuder, offenes Vorhängeschloss. Da müssen wir das wohl aufschließen. Zack. Das war doch eine Steinschleuder. Irgendwie habe ich gedacht, das wäre keine. So, ein Korken. Und ein Löffel. Löffel, 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 Löffel.
Sag das mal ganz schnell, es kommt Füller dabei raus. Hihi. Hallo? Hier ist sowas nicht. Das Spiel verarscht einen. Hier gibt es weder einen Löffel noch einen Korken. So kurz mal gucken, was ich eigentlich noch suche. Ach so. Ha. Das ist auch ein Löffel. Ist zwar ein großer, aber es ist ein Löffel. Entschuldigung. Da ist der Korken. Tada! Und was haben wir gefunden? Ein Hammer. Das ist ja der Hammermann. Hammermann! Ein Hammermann? Ist egal. So. Ich würde sagen, wir geben dem Kürbis mal seine Kinder zurück, ne? Hier. Thank you. I'm so happy. You have a good heart. Beware of the hag, though. Schrei doch nicht immer so. Du hast die kleinen Kürbisse gerettet. Du bist sehr mitfühlend. Ach, das hätte ich immer. Doch, das hätte ich trotzdem machen müssen, oder? So, Nägel. Ich brauche noch ein Brett. Erstmal. Ach nee, können wir die nicht wiedergeben? Ein Brecheisen, warte, da müssen wir noch mal raus. Und dahin und dann hierhin und dann brechen wir mal. Ist nicht wahr. Mit dem Hammer? Achso, okay. Wieso denn mit dem Hammer? Okay, wir nehmen das mal so hin. So, ab zum Dach. Brett da dran. Erst die Nägel. Hä? Ach so, man muss es erst angucken. Entschuldigung. Wie dumm von mir. Genau, wenn wir das so festnageln, dann kommt da auf keinen Fall mehr irgendwie Wasser rein. Platzieren die Holzhände in der richtigen Vertiefung. Ach so, okay, dann ist er gut. Kann man die drehen? Ah ja. So, warte mal. Erstmal wegräumen. Du musst dann dahin. So, dreh dich mal. Du auch. Danke. Das sieht doch gut aus hier. Warte, hier. Ich hier mal drehen. Dahin. So, du musst auch noch mal rum. So. Dann da. Dann könnte das tatsächlich mal klappen mit dem Wasser abweisend. Du musst ihn noch festhämmern. Mensch. Achso. Das schon, wieso holt er so weit aus? Ich habe doch nach links unten draufhauen wollen. Finally, what took you so long? Hallo? Ich habe gar nicht lange gebraucht. You here? Was? Few have reached this far. Since you have, it means that you are looking for the owl totem. Mm-hmm. You might find it, but only if you bring me what you discover inside the coffin. Was für ein Koffer? Ist hier ein Koffer drin? Und wieso will er das haben? Hier ist kein Koffer. Hier sind aber andere schöne Sachen. Hallo Vögelchen. Ich brauche einen Schlüssel. Wieso ist hier eigentlich alles so vermodert, dass er Ekel erregt? Hier fehlt etwas. Alles klar. Na gut, dann gucken wir uns das an. Pff, dieses Auge. Ist das nicht das Auge von dem von draußen? Der hat auch so rote Augen. Ein Menschenschädel haben wir da. Ein falsches, ist das ein falsches? Oh, ist ein falsches Auge, na gut. Vogelscheuche, Zigarettenetui, Steckpuppe, zwei Hände, drei Zähne, Quadratwürfel, Spinne. Ich habe hier als erstes gesehen. Kröte und ein Ankh.
sieht nochmal ein Anker aus. So, ne? Ja. Hier ist die Kröte. Der Vogelscheuche fegt, glaube ich, der Kopf. Was mit der? Die müssen wir hier finden, ne? Hier ist ein Zahn. Da ist ein Zahn. Hier sind ganz viele Zähne. Na gut. Ah, ja. Dann fehlt da noch ein Knochen. So. Dreieck, Eule, Schlange, Würfel. Hier ist der Kopf. Zigarettenetui, zwei Hände und einen Zahn noch. Hier ist noch ein Zahn. Zigarettenetui, das da. Und zwei Hände. Ich erkenne deine Hände. Aber was ist mit deinem Gesicht? Da ist noch ein. Ich wusste es doch. Ich weiß aber nicht mehr, wo die ist. Nee, hier war die nicht. Dann war die da unten irgendwo. Ah ja, hier. Jetzt will ich mir eine Matruschka kaufen, um die so anzumalen. Okay. Ah, ein Mond. Und hier haben wir noch was. Sollen wir mit der Kreide einen Giftpilz malen, oder wie? Was haben wir damit? Ach so. Ich weiß nicht, ob der rote Pilz nicht auch schon giftig gewesen wäre, aber okay. Hier ist eine Feder, da ist eine Feder und da ist eine Feder. Gabel, Lauch, Motte, Wurst. Was für eine Reihenfolge. Lauch. Eine Gabel. Wurst. Birne, Sack, Beeren, Kürbis und Pfeffer. Da ist ein Sack. Da ist eine Birne. Beeren, Kürbis. Kürbis, Beeren und Pfeffer. Tada! Du hast ein Wirbelzähne in weniger als einer Minute geschafft. Hab ich das? Mann, bin ich gut. Was sollen wir mit den Beeren? Will die irgendwo essen? Keine Ahnung. Guck mal jetzt hier, weil... hier, der Mond. Den wollte ich haben. Da rein. Hä? Und jetzt? Ach, hier ist noch was. Ein Handschuh. Ich brauche was zum Ausstellen. Gut, dass wir einen Brecher gefunden haben. Was ist das? Teile des Mechanismus fehlen. Ein Handschuh. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Das bringt uns also überhaupt gar nichts. Hier sind wir soweit fertig. Haben wir hier drin noch was? Ach, ein Handschuh. Genau. Wie wäre es damit? So, da haben wir einen Teil. Wir brauchen noch einen, ne? Oh, noch zwei sogar. Beeren. Will der Bär ein paar Beeren? So, hier fehlt noch ein Arm. Fehlen keine Beeren oder so, ne? Fehlt hier irgendwo noch was? Tülü. Nein. Ich kann ihn nicht nutzen. Ich glaube nicht, dass wir mit dem Besen irgendwas machen müssen, oder? Hier haben wir auch nichts mehr. Gut. Dann gehen wir mal raus. Für dich brauchen wir eine Schaufel. Hier haben wir schon getan, was wir konnten. Sozusagen. Will die Fledermaus vielleicht Beeren? Hier haben wir auch schon dran. Hier ist nichts mehr. Willst du Beeren? Ah! Da haben wir den Schlüssel für den Vogelkäfig. Sehr gut. Also, ab zum Vogel. Und aufmachen. Und da ist nämlich diese Hand drin. Hihihi. So, was seid ihr gruselig? Ja, das könnte man als gruselig bezeichnen. Ach, warte mal, und jetzt?
Wir brauchen nur drei davon. Ah, okay. Wollte ich schon gerade sagen. Eine schwarze Wolke. Müssen wir eine Wolke anmalen? Hier ist eine Wolke. Haben wir schwarze Farbe? Wie wird die denn schwarz? Ach, hier. Hier ist Tinte. Tatsache. Ein Traumfinger, den hätte ich auch schon gesehen. Eine Münze, die habe ich auch gesehen. Pfeife, Fliese, Feder. Feder. Pfeife, eine Fliese, eine Pfeife. Wo ist denn wie eine Fliese? Irgendwas stimmt bei dieser Gleichung nicht. Was für eine Gleichung? 11. Hä? Ach, das war die 11. Okay, hier ist ein Y. Hier ist ein G. Brille, Stern, Herz und Fliese. Brille, Stern, ein Herz. Was soll denn eine Fliese? Sag mal. Ich weiß echt nicht, was hier eine Fliese... Was war das? Gar nichts. Entschuldigung, es war mein Bein. Ja, mein Bein knarrt. Mein Stuhl, meine ich. So. Bewege die Zylinder, um das Bild zusammenzusetzen. Ach so, okay, warte. So. Ach du lieber Gott, sowas wieder, warte mal. Ich glaube, das wird so nichts, oder? Warte mal. Blom, blom, blom. Hä? Ach so. Ah! Oh! Können wir nicht sagen, das gilt? So? Oh, gut. Ach, er meinte Sarg, nicht Koffer. Ich habe mich schon gewundert. Koffin ist Sarg, ne? Und nicht Koffer. Naja, egal. So, bitte. Die war mit ihrer komischen Gummierde. Ist doch nicht dein Ernst. Bewegt Alice auf ihrer Lebenslinie entlang bestimmter Punkte, sodass sie an jedem Punkt nur einmal vorbeikommt. Oh wei. So, so. Dann gehen wir mal hier runter. Also wenn das klappt, ist es pures Glück. Das ist schon falsch. Falsch. So, warte mal. Nee, dieses Dreieck können wir so nicht. Da müssen wir vorher lang. Warte mal. Vielleicht so? Nee. Nein, so. Nein. Okay, dann gehen wir erstmal hier runter. So. So. Hä? Nee, von da darüber auch nicht. Ich hasse euch. Na. Ach, oh ja, stimmt. Fertig. Ach, leck mich doch. Es tut mir leid, aber ich kann gerade nicht. Ich bin völlig... Was? Ach so, hier lang. Da hätte ich, glaube ich, noch ein Jahr für gebraucht. Es tut mir leid. Ich habe schon lange nichts mehr übersprungen. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Ich kann nicht bleiben. Können nicht gehen, ne? Ach, na
gut, was soll's. Hier, bitte. You may still have a slight chance to get out of here, but is that what you really want? Do you want to return to the world from which you ran away, to work you hate, to the family from which you have cut yourself off, to a person you've never known? Oh, and one more thing. This book you've given me, you will now lose someone important to you. Well, life is tough, Alice. Hä, weil ich dir das Buch gegeben habe, werde ich jetzt jemanden verlieren, der mir wichtig ist? Was soll das bedeuten? Sie ist weg. Sie ist einfach weg. Aber wir können es trotzdem schaffen. Da flog ein Zettel. Glückwunsch, du hast Kapitel 3 Intuition beendet. Gut gemacht. Was denn die Eulenfigur? Aber der ist immer noch. Was ist mit ihr geschehen? War das ich? Und das hier ist auch weg. Hier war immer. Aber ich hätte ja nun mal nichts anderes tun können, nicht wahr? Ist ja nun mal so. Flupp. Was haben wir hier? Du wirst vermutlich schon erkannt haben, warum ich nicht mehr dort bin. Ja, das war das Buch, das du ihm gegeben hattest. Das war der entscheidende Test für dich. Keine Sorge, Alice, du hast ihn mit Bravour bestanden. Du hast intuitiv gehandelt, obwohl es nicht logisch erschien, sich von dem Buch zu trennen. Du bist tatsächlich eine kluge Frau. Das ist der Lauf der Dinge. Manchmal muss etwas weichen, damit etwas Neues entstehen kann. Als deine Lehrerin musste ich sterben, um dir zeigen zu können, wie stark du nun bist, Alice. Von hier an kannst du deinen Weg alleine fortsetzen. Du besitzt die Macht, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Gib gut darauf Acht. Okay, also das nächste müssen wir jetzt selber schaffen. Das wird dann wohl das letzte Kapitel sein, denke ich mal. Und da mir ganz schön warm ist und ich auch gleich zum Sport möchte. Ja. War das auch für heute? War es das? Voll logisch. Okay, ja, danke fürs Zuschauen bis hierher, sage ich dann mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, es gefällt euch. Lasst mir was da, wenn ihr möchtet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!